It was during World War II. Millions were killed in concentration camps. His parents were two of those millions who shared the same fate. Many experiments and exterminations was proceeded by Dr. Schoenzel, Joseph Mengele's secret right arm. He managed to escape. And all he sees is revenge. His name is Kropotkin Vladimir, and this is his story. Ja gut, damit auch herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal, und zwar ein Spiel auf Steam, was nicht wirklich alt ist, wirklich neu ist, meine ich, und zwar The Forgotten Ones. Rechts unten das Nazi-Kreuz ist auch ganz, ja, super. Ja, ich würde aber dann sagen, wir sehen uns dann bei der Cutscene, weil ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Ich habe ein bisschen das schon angespielt bei Endless Journey, wir beginnen mit der Message. Da geht's ja schon richtig hart ab. Ist übrigens kostenlos, das Spiel. Okay, hier sind wir. The message. I need to get my gun keys. Schauen wir erstmal um. Speicherpunkte. Übrigens, ich glaube, ich müsste das zensieren. Oh, wuch. Ist das Papp? Warum bricht das hier? Egal. Mit F kann ich interagieren. Ich gehe mal da hier rein. Was hat das denn jetzt? Oh, geiles Spiel gelungen. So sehen wir aus. Habe ich ja. LOL. Egal. So, meine Schlüssel. Wo sind die jetzt hin? Da hinten. Da hinten sind sie. Komm schon. Ah. Mist. Ich muss da rein, irgendwo hier rein da. Hallo?
Okay, ich muss mir später was einfallen lassen. Ich bin gerade nämlich dumm. Oh, da ist eine Pistole. Oh, mit Schiff kann ich sprinten, okay. Sehr interessant. Komm schon, irgendwie. Okay, ich hab's eingesammelt. Passt. Gut, jetzt können wir uns wahrscheinlich das jetzt anhören. I found the info you're looking for. The man you seek is located in the old Swastika fort. I can't provide any further information. Travel there on your own responsibility. Great to hear. I'll get in the way immediately. I own. Okay. Das war das erste Kapitel. Tod ist der erste Weg zum Überleben, alles klar. Okay, eine Cutscene. It was over 20 years ago, when I was first brought to this place. I didn't know what was going on. My parents were born. I was stuck in this mansion with a man named Shin. And Gregor. Gregor was the butler. And Shanzo seemed to be the boss. Then we were talking about him. But as always, eventually we reveal a person's personality and deeds. Nein, oder? Als ob ich ein Auto fahren kann. GG. The Endless Journey. Ja. It won't butch. Keyboard. Erstmal bewaffnet sein. Okay, ich kann da nicht durch. Gut zu wissen. Gedriftet. Ich find's immer so gut, wenn ich immer lade, wenn irgendwas ist. Speichern wir mal. GG Uhren, GG. I cried day and night. Please come back. I kept repeating it in the dark. No answers. Just the sound of my own. Gregor. Ah da. Boah, ja. Sehr logisch.
Kann ich irgendwo anders auch rein? Nö. Ja. Who's there? Oh. Srobunska, is that you? Oh mein Gott, my apologies. What has brought this far from town? Ich bin auf dem Roadtrip. Whoa, you definitely came the wrong way. What the fuck? I'll go check. Don't do anything stupid. Wait here. Stupid. Ich kann auch nicht weiter, es ist. What the fuck is that thing? What the fuck is that thing? Oh. Geil, erstmal alles umschossen. Also ich glaube der Tod. Was war? Wie weit? Wie sah ich nochmal? Ah ja. Genau, F. Höchst interessant. Das Geile ist, wir sollen noch das rumwerfen. Gibt's hier irgendwas Interessantes, oder? Since I left the mansion, I felt I'm being watched. Grobunska is hopefully at a better place now. Yet, I'll have to stay here. I won't allow any more people to get hurt by Dr. Schinzel. The tunnel connecting my hut and the mansion must remain concealed and locked at all times. Gregor. Since I left. Kann ich bitte raus, danke. Da ist jemand drin gewesen. Den lassen wir aber in Ruhe. Oh. Anscheinend ist ein Baby getötet worden von der eigenen Mutter. Und sie konnte nicht mehr das Schreien mit anhören. Wow, Hitlerbild, Hitler Hakenkreuz. Nice. Was war das denn jetzt schon wieder? Das heißt, ich gehe mal nach oben. Kann ich da rein? Nee. It won't push. Besser. Naja. Aber ich kann dahin, wo er gekommen ist. Wow. Hab ich das Bild nicht schon mal gesehen? Oh, Baby. Ach, geh weg, Baby. Hallo?
Okay, sie konnte das Hören, Schreien nicht hören, das Weinen. Deswegen hat sie es wahrscheinlich umgebracht. The fuck? What the fuck? Ist es? Klar, okay. Ist natürlich klar. Erstmal speichern, so. Warum überdecken sie eigentlich alle Leichen? Das sind fucking Nazi-Zombies. Kann ich irgendwas aussammeln? Nee. Das war wohl nicht wirklich sehr erfolgreich. Sag mal, mein Aim ist so komplett geil. Okay, mit der Waffe mache ich 2 Headshots und die sind down. Gut, gut zu wissen. Okay. Ah. Kann ich bitte? Danke. Hallo? Ja. Wow. Das war schon ein bisschen knapp. Ah, der Tap. Nice. I couldn't believe my eyes at the end of the tunnel. Igor. Kann ich irgendwas hier bedienen? Nein. Schwenken wir mal ein bisschen, dann geht's schneller. Stirb! Ich glaube, ich nehme doch lieber die andere Waffe. Was? Okay.
Ladet. Zack. Gespeichert. Wäre zu schön, wenn ich einsteigen könnte. Okay. Haben wir was Schönes? Erster Moment, wo man wirklich denkt, da ist irgendwer, ne? So. Da. Aha. Da waren drei Leute und sie wollten diesem Tunnel folgen, wo ich gerade runtergegangen bin. Und dann ist der dritte Mal verrückt geworden. Hallo, Tab? Oh, fuck. Genau. Gibt's irgendwas? Nee. Sehr interessant. Irgendwann Schlüssel muss es hier doch geben, oder nicht? Habe ich gerade das zerbrochen? What the fuck, wo kam... Moment mal. Der ist lebendig geworden, alles klar. Da ist wieder ein Zettel. I've turned off the water system that connects my mansion with the bunker. Fresh meat is approaching in the darkness. I'll be ready. Schinzel. Der Verrückte. Speichern wir mal lieber. Bevor wir sterben, wie vorhin. Ich bin gerade ernst. Hallo? Classical. Klassisch, einfach nur klassisch. Also, er sollte noch nicht gehen. It's locked. Ich vermute mal, dass das Schinzel ist. Das heißt, wir müssen unten noch mal schauen.
chainsaw. Ah, Grabozkna, what a surprise. I honestly thought you wouldn't get this far. I will get you somehow. I already warned you, Grabozkna. Take your leave now, or suffer a miserable death. It's your choice. Don't be a fool. Also, ich glaube, ich werde dich umbringen. Also. Where do you think you're going? Finish my work. Okay, ich glaube, der ist schon ein bisschen wahnsinnig geworden jetzt. Und nächste Ladesequenz, alles klar. Ah, das war also die Tür, woher ich gekommen bin, oder? Oder? Ja. What the hell happened here? Sagst du ziemlich oft. This will be the... Okay. Das wäre das letzte Mal sein, dass ich irgendwas für ihn koche. Für diesen Arsch Dr. Schinzel. Hä? Das Klopfen. Chef? Was? Erster Bossgegner! Ich glaube, das ist der Chefkoch, der Dr. Schinzel als Arsch... ein Gesicht. Ja, ne, ja gut. Gut, erster Boss ist down. Nein. Nein. Oh, continue. Fuck! Sterb! Du heilige Scheiße. Oh mein Gott. Geschafft. The right wing key, it's locked. Okay, next tür. Need the right wing key. Adolf Hitler Bild. Wow.
Stirb doch endlich! Oh mein Gott! Da ist aber plötzlich nochmal... Wo sind wir jetzt bitte? Das Gebiet ist viel größer. Das ist das Spiel. Also dieser Mann hier, ich weiß nicht, wie viel das mit der Story zu tun hat, wurde von den Nazis aufgeschlitzt anscheinend und ist am nächsten Tag wieder am Leben gewesen. Sehr interessante Geschichte. Nein. Stirb endlich! Oh mein Gott! Schnell speichern. I found the key. Boah, Alter. Damit würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch den Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr noch mehr oder mehr von mir wollt. Ich sage, bis zum nächsten Video. Wahrscheinlich entweder morgen oder am Mittwoch, werdet ihr sehen. Ja. Alles, was ihr über das Spiel wisst, also ist unten in der Videobeschreibung. Und über die Hakenkreuze. Das Spiel ging. Sieht man ganz deutlich, dass es um Nazis geht, allgemein, und wenn ich das alles zensieren würde, das wäre zu viel Arbeit. Ich werde aber mehr Parts machen, weil das ist noch lange nicht das Spiel. Mir gefällt das Spiel, entscheidet ihr auch. Es gibt wahrscheinlich dann noch so eine Abstimmung, gefällt euch das Spiel auch? Ja, nein, würde ich sagen. Ich finde auch irgendwie die Regelung mit diesem, diese Hakenkreuze nicht ein bisschen dämlich, weil das Spiel geht um Hakenkreuze und das Hakenkreuz an sich ist ja eigentlich kein Zeichen der Nazis, denn eigentlich hat der liebe Hitler das von irgendwem geklaut und er für sich benutzt. Aber egal, reden wir nicht über den langen Brei. Wir sagen bis zum nächsten Mal und